Servus ihr Nasen, herzlich willkommen zu den Gameswelt Nachrichten, ich bin der Pemin, schön, dass ihr am Start seid hier am 3. August, was übrigens ein sehr schönes Datum ist, das möchte ich einmal kurz unterstreichen. Ich habe wieder 4 Themen für euch dabei. Und zwar gab es die neue Pokémon Presents, da habe ich so ein kleines Roundup, was so alles mit dabei war, eine Art God of War auf der Xbox, ein neues Spiel und zwar Hoco Live und dann gibt es noch die Neuzugänge im Xbox Game Pass für euch. Wenn ihr auch in Zukunft kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. We've kept all the things you love about Pokémon, while evolving the adventure you can have in Pokémon Scarlet and Pokémon Violet. We hope you look forward to the day you set out on your adventure. Innerhalb der heutigen Pokémon Presents haben wir zahlreiche Einblicke in das Pokémon-Universum bekommen und wie es mit dem Franchise weitergeht. Am heißesten wurden wohl die Neuigkeiten rund um Pokémon Karmesin und Purpur erwartet. Stellt euch auf ein Open-World-Abenteuer in der Paldea-Region ein mit verschiedenen Biome, freilaufenden Pokémon und Kämpfen. Die beiden Ableger unterscheiden sich dabei unter anderem durch verschiedene Pokémon-Arten, die nur in einem der beiden Teile jeweils anzutreffen sind. Ein besonderes Augenmerk solltet ihr auf das Terrestrialize-Feature legen. Damit könnt ihr jedes Pokémon quasi scheinen lassen, wie so einen Diamant, Kristall oder so, und ihnen somit einen Boost verleihen. Zudem kehrt die Pokémon World Championship zurück in Persona. Es gibt ein Pokémon Go Fest, in Pokémon Unite erwartet euch ein neues Event und neue Inhalte und vieles mehr. Sony ist bekannt für seine Singleplayer-Exklusivspiele. Unter anderem auch gerade God of War, welches mit Ragnarök die nordische Mythologie in diesem Jahr noch zu einem Abschluss bringen möchte. Aber auch auf der Xbox schwingt der Kriegsgott nun seine Axt. Naja, nun fast. Ich glaube, in der wohl, ja, schlechtesten Kopie des Jahres schlüpft ihr in die Haut von Kratos in Wars Gods Suis of Child. Und ihr seht es, glaube ich, eh schon, viel erwarten solltet ihr wirklich nicht. Weder Story noch Soundeffekte, Ingame-Musik, selbst eine Animation fürs Rückwärtslaufen fehlt. Ich glaube, dass das nicht offiziell von Sony ist, muss ich, denke ich, nicht dazu sagen. Zum Zeitpunkt der News war der Titel sogar noch nicht mal mehr im Store auffindbar. Mit Hoco Live erwartet euch ein neuer Titel aus dem Hause Team 17. Dabei handelt es sich um eine gemütliche Simulation, in der sich alles rund um eure Kreativität dreht, der ihr freien Auslauf lassen könnt. Innerhalb der Stadt Hoco richtet ihr euer Zuhause nach euren Belieben ein und helft dem ruhigen Städtchen beim Wiederaufblühen. So stellt ihr in eurer Werkstatt Materialien her, baut neue Möbel, sammelt verschiedene Ressourcen und gestaltet alles nach euren Vorzügen. So ein bisschen kann man das gerade auf den ersten Blick durchaus mit Animal Crossing vergleichen. Hoco Live erscheint dann am 27. September für die PlayStation, Xbox, den PC sowie die Nintendo Switch. Wie gewohnt bekommen auch wieder im August alle Abonnenten ein paar neue Spiele innerhalb des Xbox Game Pass. Insgesamt sind es dieses Mal 7 Stück an der Zahl. Ab sofort verfügbar ist Ghost Recon Wildlands für Cloud, Konsole und PC, also alle Plattformen. Morgen am 4. August kommen dann Shenzhen.io für den PC sowie Turbo Golf Racing für Cloud, PC und die Xbox Series. Am 9. August folgt dann Two Point Campus für alle Plattformen. Die erste Monatshälfte runden dann am 11. August Expeditions Rome sowie Offworld Trading Company für den PC sowie der Cooking Simulator für alle Plattformen ab. Und das war's auch schon wieder mit den Gameswelt Nachrichten für heute an diesem wunderschönen 3. August. Wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder, wie gewohnt um 19 Uhr. Servus!